Vor langer, langer Zeit wurden hier in Lappland noch Geschichten erzählt. Geschichten von Berggeistern, Trollen und Eiskönigen. Und manchmal berichten die Geschichten von einem kleinen Vogel in den einsamen Bergen, von Lahol, der die Menschen nicht kennt. Und wenn du ihm behutsam begegnest, ihm zeigst, dass du sein Land kennst und liebst, dann vertraut er dir alles an, was er besitzt. Seine Freiheit, sein Leben und noch viel, viel mehr. Beginnen wir ganz von vorne. Es ist Anfang Mai und ganz normales Wetter in Lappland. Zugegeben, wir sind früh dran, aber wir wollen genug Zeit haben, das Land von Lahol kennenzulernen. Lahol, das ist der Mornell-Regenpfeifer. Die Samen, die Einwohner Lapplands nennen ihn so. Der sagenhafte Vogel ist ein Zugvogel und jetzt noch gar nicht da. Aber wir müssen sein Land kennen und lieben lernen, bevor wir ihm begegnen. So verlangt es die alte Sage. Wir wollen ihm vom Winter in seinen Bergen erzählen können, wenn er aus dem sonnigen Afrika zurückkommt. Oh, ist das kalt! Wohn-, Schlaf- und Arbeitszimmer windig und gut beheizt. Ohne unsere mobile Hütte wäre es ein bisschen ungemütlich, solange der Eiskönig regiert. Ja, meine Tag. Wonnemonat Mai in Nordnorwegen. Die Eiszapfen sprießen. Winterreifen, Frostschutz, kältesicherer Diesel. Wir sind gut gerüstet für das Klima weit nördlich vom Polarkreis. Gut gerüstet und angepasst an den Winter, die Rentiere. Seit 7 Monaten wühlen sie im metertiefen Schnee nach Tiefkühlkost und sehen dabei prächtig aus. Bei Rentieren tragen Männchen und Weibchen ein Geweih oder nur ein halbes, wie jetzt in der Abwurfzeit. Minusgrade und metertiefer Schnee. Die Rentiere mit ihren breiten Hufen gehören zu den Winterspezialisten. Nur eine Handvoll Tierarten bleibt hier oben, erträgt den langen nordischen Winter. Norwegen, Land der Fjorde. Und hier, ganz im Norden, reicht das Eismeer tief ins Landesinnere. Echte Freilaufhühner, Moorschneehühner. Sie schließen sich im Winter zu großen Gruppen zusammen, rennen gemeinsam durch ihr riesiges weißes Revier. Kein Winter ist hier wie der andere, mild und schneearm sei er in diesem Jahr, sagen uns die Einheimischen. Doch viel zu lange dauert der Winter hier immer. Das ist leider in jedem Jahr so. Der ständige Wind verweht den Schnee. Er fegt die Flocken aus den Hochlagen über die Straße, lässt sie hier liegen oder lagert sie in Senken und Tälern ab. Kahle Stellen und Schneewehen entstehen. Nur 400 Meter über dem Meer und schon weit oberhalb der Baumgrenze. Das Land unseres Sagenvogels. Unvorstellbar, dass hier in 3 Wochen der Mornell-Regenpfeifer auf seinem Nest sitzen soll.
kein starker Auftritt, der Schneehahn. Mit Flugshow und Gesang nach Art der Alpenschneehühner will er die Weiblichkeit beeindrucken. Den ganzen Winter hat er hier oben ausgehalten, jetzt will er eine Familie gründen. Wie Nachtgespenster kommen wir uns vor in unseren Schneehemden. Aber vor Gespenstern haben Schneehühner anscheinend keine Angst. Der Frühling steht vor der Tür, laut Kalender. Im Moment können wir uns das aber nur schwer vorstellen. Nur schwer vorstellen können wir uns aber auch, in 3 Wochen hier in dieser Weite einen kleinen Vogel beim Brüten zu finden. Achtzehnter Mai, heute kommt's dick. Schneesturm mit Windgeschwindigkeiten, die sogar unserem LKW zu schaffen machen. Jagen die dicken, nassen Flocken über das Land. Doch erstaunlich gelassen erträgt die Natur solche Wetterstürze. In dem Blaubeerkraut steckt schon der Frühling, das Schneehuhn pickt die nahrhaften Knospen. Auch das Moorschneehuhn ist schon zu 1/3 auf Frühling eingestellt. Kopf und Hals sind bereits in braunem Sommergefieder, der Rest ist noch im weißen Winterkleid. Wetter, bei dem man keinen Hund vor die Tür jagt. Das arme Schneehuhn, jetzt hat es Schwierigkeiten, sich im Sturm zu halten. Seine Frühlingsgefühle aber werden nicht mal vom Schneesturm gebremst. Zarte Stimmchen im Sturm? Irgendwo ist hier doch jemand. Oh je, ein Trupp Kleinvögel kämpft offensichtlich ums Überleben. Unter der Eiskruste im Gesicht erkennen wir sie, die kleinen Ohrenlerchen. Sie kommen frisch aus Afrika, sind wohl etwas voreilig zurückgekehrt. Ihre Heimat bereitet ihnen einen eisigen Empfang. Zwischen den Felsen ein Schneeammermännchen. Es hat sich einen etwas geschützteren Platz gesucht. Seine Zehen stecken in Socken aus Eis. Erstaunlich, was kleine Vögel aushalten können. Schneeammern sind Vögel des hohen Nordens und sehr hart im Nehmen. Auch ihre Füße haben Eis angesetzt. Das Weibchen pickt Samen vom Vorjahr, unbeeindruckt von Wind und Wetter. Die Sonne scheint, der Schneesturm von gestern ist vergessen, die Rentiere ziehen in die Berge. Die Luft flimmert über den schneefreien Flächen. Jetzt kann es doch wirklich nicht mehr lange dauern, bis sich der Frühling durchsetzt. Am sonnigen Hang 2 weiße Flecken, Schnee und Schneehase. Nun muss er bald den Wintermantel ausziehen, sonst fällt er auf und lebt gefährlich.
Von Tag zu Tag wird die Landschaft fleckiger und auch der Eispanzer auf den Seen weicht auf. Das erste eisfreie Wasser ist schon besetzt. Das Sterntaucherpaar ruft seinen Anspruch aus. Naturmusik. Eisstückchen klingen im Chor, in Wind und Wellen. Im Orchester der Eiskristalle, glasklar, die Solostimme des Blaukehlchens. Wenn die Sonne selbst um Mitternacht nicht mehr hinter den Hügeln verschwindet, so die Sage, dann müsst ihr bereit sein. Dann kommt Lahol, dann kehrt er zurück in seine einsamen Berge. Wir sind bereit und voller Ungeduld. Mit Schneeschuhen und Skiern machen wir uns auf die Suche. So, jetzt geht's los. Im Land der Mitternachtssonne machen jetzt 24 Stunden Tageslicht den Schnee weich und nass. Nicht mehr die idealen Wintersportbedingungen, der Frühling kommt mit Macht. Wir wissen, die Mornell-Regenpfeifer verbringen den Winter in den Halbwüsten Nordafrikas und des vorderen Orients. Gehen wir also davon aus, dass sie Schnee nicht gerade mögen und nach ihrer Rückkehr auf den schneefreien Flächen rasten werden. Ja, wir trauen unseren Augen kaum. Lahol, der Mornell-Regenpfeifer, er ist da. Oh, jetzt fliegt er weg. Nein, doch nicht. Und da hatten wir recht. Den Schnee, den mag er nicht. Als klein und unscheinbar wird er meist beschrieben. Aber irgendwie ist er eine kleine Persönlichkeit, schlicht und elegant. Und für uns ist er im Moment sowieso der wichtigste und schönste Vogel auf der Welt. Mit den Rentieren und dem Mornell ist der Frühling in die Berge gezogen. Von Westen schieben sich Regenwolken über das Land, warmer Regen und nicht endende Tage. Der Schnee zerrinnt. In den ersten Junitagen schmilzt der Schnee in atemberaubendem Tempo. Die Bergmatten stehen unter Wasser, Sumpf und Pfützen überall. Und mittendrin der kleine Mornell. Den unauffälligen Vogel in dem weiträumigen Gelände zu entdecken, ist nicht einfach. Uns ist bewusst, dass wir großes Glück haben. Wir bleiben dran, wenn das Wetter mitspielt und der flinke Mornell nicht zu weit wegrennt. Aha, deswegen die Eile, ein zweiter Mornell, es ist Frühling. Seitlich läuft er, ja, das kennen wir doch. Man will dem Partner nicht auf geradem Wege zeigen, dass man ihn mag. Die zwei haben sich schon auf der Rückreise kennengelernt, jetzt sind sie bereits ein Paar. Mit dem Nestmuldendrehen zeigt sie ihm, es wird ernst. In den nächsten Tagen will sie irgendwo nisten. Im kurzen nordischen Sommer ist die Zeit knapp, deswegen kommen die beiden gleich zur Sache. Am nächsten Tag steht unser Lager. Das Allernötigste haben wir jetzt vor Ort in den Bergen. In den kommenden Monaten gibt es hier sowieso keine Nacht. Deshalb dient das Zelt nur als Notunterkunft, falls das Wetter verrückt spielt. Und nette Nachbarn haben wir, Schneeammern. Herr Schneeammer ist voll beschäftigt, er schaut seiner Frau bei der Arbeit zu.
Bei Schneeammern ist es Frauensache, das Nest zu bauen, gut geschützt unter dicken Steinen. Er zeigt, dass er es auch könnte, wenn er nur wollte. Das Nest von Lorhol, das lohnt sich nicht zu suchen. Das liegt, so Gott will, eines Tages auf des Wanderers Weg. So sagte es der alte Lappe Aslak Turis seinem schwedischen Freund Bengt Berg vor 100 Jahren. Wir suchen trotzdem, sind schon ganz schwindelig vom konzentrierten Schauen auf den Boden vor unseren Füßen. Ganz vorsichtig, überall könnte hier das Nest sein. Die Eier vom Mornell sind perfekt getarnt, unglaublich schwer zu sehen. Oh, Schreck, lass nach, sind wir draufgetreten? Nein, reingefallen auf den alten Trick. Der Vogel verleitet, spielt krank, piepst kläglich, simuliert den Schwerverletzten. Aber er ist kerngesund, will uns nur vom Nest weglocken. Direkt vor unseren Füßen muss irgendwo das Nest sein, jetzt nur keinen falschen Schritt. Wir dürfen nicht auf das Gelege treten. Wir sollten uns aber auch nicht wie ein Feind verhalten und uns wie ein Fuchs verleiten lassen, ihm zu folgen. Wir strengen unsere Augen an. Irgendwo hier vor uns müssen, gut getarnt, Laholz Eier liegen. Drei große, perfekt geformte Eier. Wir haben das Nest von Lahol, dem Mornellregenpfeifer, gefunden. Gratuliere. Wir glauben zu wissen, was er über uns denkt. Die zwei verhalten sich dusselig wie Rentiere und nicht wie ein Fuchs. Also sind sie harmlos. Da sitzt er nun auf seinem Nest. Ganz selbstverständlich, ruhig und ohne Angst. Wir können es kaum glauben. Die Sage vom kleinen Vogel, der den Menschen vertraut, beginnt, nimmt ihren Lauf. Wir genießen es, einem wilden Vogel so nahe zu sein. An die neue Situation hat sich unser Mornell voll gewöhnt. Aber wir noch nicht. Wir bewegen uns immer noch so langsam, schleichend und unauffällig, wie wir es seit über 30 Jahren im Umgang mit Tieren gewohnt sind. Auf Wiedersehen, du kleiner, liebenswerter Vogel. Pass gut auf dich auf. Bis zum nächsten Mal. So einsam, wie er da sitzt in der weiten offenen Landschaft, man könnte Sorge um ihn haben. Aber das ist sein Land. Hier ist er sicher und geborgen durch seine Unauffälligkeit. Ein Stück vom Nest entfernt merken wir, unser Mornell ist gar nicht so allein. Jemand ruft nach ihm. Ein Mornellweibchen, eine lockende Stimme, und er auf seinem Nest spitzt die Ohren. Das ist ungewöhnlich in der Vogelwelt und fällt auf. Sie ist größer und etwas intensiver gefärbt als er. Bei Mornellregenpfeifern ist das aber normal. Nicht normal ist, sie hinkt. Irgendwie tut ihr der Fuß beim Laufen weh. Normalerweise ist bei Vögeln das Männchen prächtiger gefärbt. Bei Mornellregenpfeifern ist das anders und auch die Aufgaben sind vertauscht. Die Eier legt sie natürlich immer noch, aber er ist für das Brüten und die Aufzucht der Jungen verantwortlich und nur manchmal hilft sie ihm.
Seine Pause ist vorbei, die Pflicht ruft. Er fliegt zurück zum Nest, nimmt seine Aufgabe ernst, setzt sich hin zum Brüten. Eigentlich baut ein Mornell gar kein richtiges Nest. Die drei Eier liegen einfach nur in einer Mulde. Trotzdem hantiert er mit Nistmaterial. Kleine Blättchen, Moos und Pflanzenteile wirft er ins Nest und sammelt so ein bisschen Polstermaterial. Lässig wirft er das Nistmaterial über die Schulter. Ein bisschen chaotisch, typisch Mann bei Hausarbeit. Noch gut 3 Wochen muss unser Mornell auf seinem Gelege sitzen. Ein langweiliger Job, bei dem wir ihm nicht helfen können. Und für das, was wir vorhaben, ist es noch zu früh. Wir verabschieden uns für ein paar Tage, ziehen ins Tal, dem Frühling entgegen und lauschen der Rotdrossel. Die Rotdrossel singt 24 Stunden am Tag im noch immer winterlich kahlen Gebüsch. In nur wenigen Tagen kommt aber Farbe ins Land, kommt der Sommer. Blütenglöckchen der Blaubeeren. Die Bergmatten sind grün geworden. In nur wenigen Tagen hat sich die Landschaft verändert. Wir wollen Lahol wiederfinden auf seinem Nest. Uns fehlen die Orientierungspunkte. Zu viel hat sich verändert. Das große Schneefeld ist fast weg. Natürlich, wir könnten unser Satellitennavigationsgerät benutzen, das GPS. Dann müssten wir nicht umständlich über unsere Landmarken die dicken Steine peilen. Uns ärgert, dass ein kleiner Vogel ohne technische Hilfsmittel stracks zu seinem Nest findet und wir Schwierigkeiten haben. Naja, wenn unser Freund nicht zu Hause ist, dann ist sein Nest besonders schwer zu finden. Da sitzt er und betrachtet 2 erwachsene Männer, die sich wie Kinder freuen. Der vertrauensvoll brütende Mornell lässt uns alles Böse auf der Welt vergessen. Das Paradies ist ganz nah in diesem Moment. Dieses Glücksgefühl beschlich auch den schwedischen Naturforscher Bengt Berg vor 100 Jahren. In seinem unvergesslichen Buch schildert er einfühlsam seine Erlebnisse mit Lahol. Und wir müssen gestehen, wir wären heute nicht hier ohne Bengt Berg, ohne sein Buch »Mein Freund der Regenpfeifer«. Unser Freund der Regenpfeifer scheint uns vergessen zu haben. Er wirkt zufrieden. Er hat eine verantwortungsvolle Aufgabe, die ihn für 2 Sommermonate beschäftigt. In kurzen Brutpausen findet er genug zu fressen. Das Wetter ist heute auch okay. Also steckt er den Kopf in die Federn und ruht ein wenig. Entspannt ist er, aber trotzdem aufmerksam. Nichts in dem weiten Land um ihn herum entgeht ihm. Und auch nichts am Himmel über seinen Bergen. Irgendetwas hat er entdeckt, beobachtet es ganz genau.
ein Seeadler. Keinesfalls harmlos, aber ein ruhig sitzender, brütender Mornell entgeht selbst Adleraugen. Jetzt fallen ihm die Augen zu. Ja, er kann ruhig schlafen, wenn einer Wache hält. Der besonders regnerische Sommer hat in diesem Jahr die Schneefelder fast vollständig weggewaschen. Den beiden Rentieren gefällt's. Grüne, leckere Kräuter überall. Das Winterfell hat ausgedient, ist fleckig und fällt in Büscheln aus. Auch das Geweih ist neu und noch am Wachsen. Das ganze Rentier wird rund erneuert. Die Landschaft dampft nach dem letzten Regen. Stimmungsvolle Sommertage in den Bergen am Eismeer. Im Westen braut die Wetterküche neue Regenwolken. Oh je, das ist Hagel. Armer, kleiner, pflichtbewusster Vogel, was musst du alles über dich ergehen lassen? Jetzt schüttet's nur noch, was runtergeht. So ein Sauwetter. Erstaunlich, wie gut er es überstanden hat. Wir bewundern unseren kleinen Vogel. Er sitzt auf seinen Eiern ruhig und fest, egal was das Wetter treibt. Manchmal hat das Wetter ein Einsehen, geben die Wolken die Sonne frei. Und die Stunden um Mitternacht sind angenehm warm und windstill. Wir genießen die ruhige, milde Nacht, sitzen uns gegenüber, vertraut und nah. Inzwischen ist es für uns beide, für Vogel und Mensch, ganz normal. Jetzt bin ich mir sicher. Ich habe Lahol zeigen können, dass ich ihn und sein Land kenne, liebe und respektiere. Und ich glaube, dass er mir nun voll vertraut. Ganz langsam. Ja, siehste. Ein bisschen ratlos ist er schon, aber keineswegs besorgt oder ängstlich. Jetzt denkt er nach. Fragend steht er mir gegenüber. Und wie immer, wenn er nicht weiter weiß, dann läuft er und schaut sich die Situation von allen Seiten an. Er hat seine Erkundungsrunde beendet und ich halte den Atem an. Was für ein Erlebnis. Sein Herz schlägt ruhig und gleichmäßig. Ob meins überhaupt noch schlägt, weiß ich nicht in diesem glücklichen Moment.
Es ist wie das Erleben vom Paradies, die Aussöhnung von Mensch und Natur. Der kleine Vogel hat mir alles anvertraut, seine Freiheit, sein Leben, seinen Nachwuchs. Ja, das habe ich falsch gemacht. Die Eier habe ich nicht richtig hingelegt. Aber jetzt ist er zufrieden und sitzt bequem. Ein Traum wurde wahr. Die Saga vom Vogel in der Hand. Die Welt hat uns wieder. Wir treffen alte Bekannte in neuem Outfit. Wie wandernde Steine die Alpenschneehühner, jetzt im Sommergefieder. Tarnkleid und gekonnt unauffällige Bewegungen. Die Schneehühner verschmelzen mit ihrer Umgebung. Für Feinde, aber auch für Tierfilmer fast unsichtbar. Beim letzten Treffen war auch er noch schneeweiß, unser Schneehase. Jetzt hat er umgefärbt zum hoppelnden Stein. Wir waren einkaufen unten im Tal und wollen auch unserem einsamen Freund oben in den Bergen etwas mitbringen. Wir haben da an leckere Regenwürmer gedacht. Denn, wie heißt es doch, kleine Geschenke erhalten die Freundschaft. Geduldig wie immer. Inzwischen hat er 2/3 seiner Brutzeit abgesessen und wir hoffen, wir dienen ihm als willkommene Abwechslung. Schau mal, was ich dir mitgebracht habe. Das ging schnell. Und ein bisschen wundern wir uns, woher kennt er Regenwürmer? Es gibt doch hier gar keine, hier oben in seinen Bergen. Noch ein? Magst du einen dicken? Das ist ein schöner. Mehr als 3 wollen wir ihm nicht geben. Das haben wir uns vorgenommen, auch wenn es großen Spaß macht, den Mornell so begeistert futtern zu sehen. Wir möchten ihn ja nicht mästen oder ihm den Magen verderben. Und außerdem, wir haben auch nur 5 Regenwürmer gefunden. So, ein kleiner wilder Vogel in den einsamen Bergen Lapplands
beglückt einen alten, erfahrenen Tierfilmer mit seinem Vertrauen. Momente, die man nie vergisst. Unstet und unruhig ziehen die Rentiere. Mücken plagen sie an windstillen Tagen. Viele gesunde Jungtiere von diesem Frühjahr sind dabei, rennen mit. So nett wie die Jungen auch aussehen, wir sehen die Rentiere lieber auf Entfernung vorbeiziehen. Für unser Nest könnten so viele Hufe eine Katastrophe bedeuten. Monöllchen, jetzt gucke mal, da kommt jetzt so ein ganz, ganz kleines Mikrofon. Ich hoffe, du bist nicht kitzlig am Bauch. Ich muss nämlich jetzt da runter zu deinen Eiern. Bis ja, unten rein. Genau das wollen wir hören. Knacken und piepsen. Ja, die Jungen arbeiten im Ei. Das dumpfe Tuckern ist der Herzschlag des Vaters. Morgen werden die Jungen schlüpfen. Jo, dann können wir das wieder rausziehen. Hm? Dann kitzelt es nochmal am Bauch, weil ich das jetzt nochmal rausziehe. Und dann. Bald hat er es geschafft. Das kitzelt. 26 Tage brav sitzen und brüten haben morgen ein Ende. Der nächste Tag bringt erstmal Regen. Das ist nichts Neues, weder für den Mornell noch für uns. Aber ob es unter seinem schützenden Gefieder etwas Neues gibt, das wüssten wir gerne. Große Spannung und endlich lüftet er den Vorhang. Auf den ersten Blick nur Flaum und Beinchen. Unser Mornell ist Vater geworden. Niedliche kleine Flaumfederbällchen wuseln unter seinem Gefieder. Die Eischalen haben ausgedient. Jetzt können sie nur noch verraten, hier sind junge Vögel frisch geschlüpft. Vater Mornell entsorgt deshalb die Reste, bringt sie weg. Eins, zwei, ja, und hinten noch ein drittes Schnäbelchen. Endlich sehen wir alle drei und wir staunen, dass sie fast nicht zu sehen sind. Großes Zappeln und Strampeln, bis alle drei wieder unter dem Bauch im Warmen sind. Nach dem Schlüpfen ist ihr Flaumgefieder noch feucht. Bis sie trocken sind und ihr Vater mit ihnen auf Wanderschaft geht, wird es noch ein paar Stunden dauern. Das ist uns recht. Auch wir sind noch nass, aber vom Regen. Fünf Stunden später, kurz vor Mitternacht, kommt die Sonne durch die Wolken. Seine Jungen wollen nicht mehr im Nest bleiben. Jetzt muss er die kleinen, unternehmungslustigen Federbällchen führen und zusammenhalten. Die Füße sind das Größte und auch das Wichtigste an einem Mornellküken. Rennen, um Futter zu finden. Was fressbar ist, muss ihm niemand zeigen. Ganz schön selbstständig sind die Kleinen für ihr Alter. Mit beruhigenden, weichen Tönen ruft Vater Mornell die Kleinen zu sich. Es ist Zeit für eine Pause. Wärmen, vor Feinden warnen und die große Richtung angeben, das ist jetzt seine Aufgabe. Den Rest können die Küken selber.
Das älteste Junge ist inzwischen 18 Stunden alt und schon recht sicher und wackelfrei auf seinen großen Beinen. Die Kleinen wuseln rum, rennen überall umher. Wir staunen, wie Vater Mornell den Überblick behält und wie brav die Jungen seinen Rufen folgen. Hoppla, das Nesthäkchen ist erst 12 Stunden alt und noch etwas unbeholfen unterwegs auf Gummibeinchen. Wenn man den Kleinen so zuschaut, mag man kaum glauben, dass sie in einem Monat fliegen können und bereits 14 Tage später nach Süden ziehen. Unser Mornell, wir haben ihn ins Herz geschlossen, er uns aber auch. Ja, was ist? Du willst doch was. Komm, komm, komm. Schnell, schnell und wieder zurück, pflichtbewusst wie immer. Ja, mein Hellchen. Der kleine Mornell-Regenpfeifer. Morgen wird er mit seiner Familie weitergezogen sein und wir werden ihn und seinen Vater in der Weite der Landschaft nicht mehr wiederfinden. Unsere Zeit in den Bergen Lapplands mit Lahol, dem Vogel, der den Menschen vertraut, ist uns nahegegangen und wird uns immer in Erinnerung bleiben. Die Saga vom Vogel in der Hand ist für uns Wirklichkeit geworden.